Einen wunderschönen guten Tag hier bei Illo und Mops. Ich wollte gerade sagen, guten Morgen. Für uns ist es noch früh. Ja, für uns ist es noch früh. Ja, wir sind früh und raus. Jan. Genau. Die Sarah hatte uns jetzt schön hier hingebracht und ihr seht hier schon im Hintergrund steht schon die erste Maschine. Das ist aber nicht unsere Maschine. Wir haben uns jetzt schön irgendwo hin verzogen, wo wir für uns sind, wo wir für euch das Video hier einfach machen können. Genau, genau. Hier ist niemand, deswegen können wir hier mal in Ruhe stehen. Ja, um 9.50 Uhr geht unser Flug. Jetzt ist es, glaube ich, 9 Uhr. Nee, 10 nach 9. 10 nach 9. Ihr habt noch die Reste von gestern, das ganze Obst in unserem Hochleistungsmixer gemacht und wir haben alle auf dem Weg noch Smoothie getrunken und gerade kam die Polizei zu uns. Wir waren nämlich beim, wo das Gepäck kontrolliert wird. Dann hieß es, alle Flüssigkeiten da rein und wir hatten zwei Trinkpäckchen. Die haben wir vergessen, da rein zu tun, aber nicht deswegen, weil Mian, der hat so einen Thermobecher, so einen Thermokinderbecher und deswegen kam die Polizei. Haben Sie einen Thermobecher? Und wir so, ja. Jo. Und dann haben wir gesagt, es ist für Trinken und dann haben sie sich den angeguckt, habe einmal aufgemacht, okay, war alles gut gewesen. Ich hatte noch empfohlen, das leckere Aquion-Wasser da drin mal zu probieren. Die genau, wussten gar nicht, was das ist. Ne? Ist auch nicht schlimm. Ja. Die Leute wissen ja immer noch gar nicht, wo es hingeht. Ne? Ich glaube, das verraten wir euch später, wenn wir jetzt angekommen sind, dann sagen wir, wo wir sind. Wir halten die Spannung. Oh, wir halten die Spannung. Mian, freust du dich? Ah! Hast du Angst? Nein, ne? Was machen wir jetzt? In die Luft fahren. In die Luft fliegen, ne? Zu laut. Zu laut. Verrätst du schon wohin? Zu laut, sagt er. So, dann mal rein hier in die Penthouse-Suite, das Vehikel. Das wird bestimmt cool. Und Mops, wie ist es jetzt hier? Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Erzähl doch mal einfach. Ja Leute, wir sind in der Türkei. Oh, in der Türkei sind wir. Ja, und wo jetzt in der Türkei? Ist ja groß das Land. Also wir sind jetzt hier in Antalya, das ist ja der Flughafen. Antalya, okay, genau. Der ist quasi hier so auf der Seite nochmal, Leute, da seht ihr es. Und wo geht's denn jetzt hin? Bleiben wir in Antalya? Nein, hier bleiben wir nicht. Wir ziehen weiter. Oh, wir ziehen weiter. Ist ja interessant. Wie lange müssen wir jetzt hier drin fahren in dem Luxusteil? Gut 2 Stunden, ne? Gut 2 Stunden. Ja, Mops, sag mal jetzt, wie wär's denn jetzt so angenommen, wir kaufen jetzt den 7400er SB, so, ja, der jetzt bei RS Reisemobile steht. Für einen Betrag von sehr teuer. Lassen ihn nochmal richtig schön Luftfederung, dann lassen wir nochmal irgendwie schön 18er Schlappen drauf. Gott. Wir wollen unbedingt noch einen Gastank. Wir haben gerade eben hier kostet, warte, lass mich mal rechnen, 8 türkische Lira sind dann 80 Cent. Ja. Ach, ja, nicht, sogar weniger. Sogar ist weniger. Ja nicht 1 zu Ach ja, genau, es ist ja nicht 1 zu 10. 60 Cent vielleicht. Genau. Dann. Sagen wir, 60 Cent kostet hier ein Liter? Nee, Liter Gas? Wie sagt man das denn? Ja, auf jeden Fall ein Gas, sag ich mal. So eine Einheit davon. Kostet dann hier 60 Cent. Ich denke mal, in Deutschland ist es bestimmt schon bei 1 Euro oder sowas. Ne? Und jetzt, jetzt fahren wir dann jetzt hier so mit so einem 80.000 Euro Schlitten rum oder was? Ich habe gerade schon zu Lilo gesagt, ich stell mal vor, du hättest jetzt einen Morilla und fährst durch die Gegend, so einen riesen Alleiner. Kannst du gar nicht bringen. Die Leute fahren hier mit einem Traktor, habe ich gerade gesehen, fährt hier einer durch die Gegend und du fährst hier mit so einem riesen Luxusschlitten. Da würde ich mich nicht wohlfühlen. Also man muss schon, glaube ich, irgendwie trotzdem, das sind jetzt vielleicht Vorurteile, also ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber so vom Gefühl her würde ich nicht gerne so auffallen wollen. In Deutschland sieht man das ja doch dann eher, aber hier habe ich jetzt noch nichts gesehen. Ja. Ja. Obwohl, wir haben jetzt gerade eben hier einen Wohnwagen gesehen, genau. Das zeigen wir euch jetzt. Ja, genau. Da sehen wir auch den ersten Freund von uns. Und zwar mit einem Wohnwagen, aber... Und da dachte ich halt, das sei ein Wohnmobil. Habe ich gesagt, boah, guck mal, und es war ein Wohnwagen gewesen. Das war auf jeden Fall schon mal richtig cool. Aber ein Wohnwagen ist natürlich auch nochmal eine andere Nummer, als wenn du wirklich schon vorwegst so ein Morello in der Türkei. Also da würde ich mich nicht ganz wohlfühlen. Ne? Also ja, und unser Ziel ist ja egal, mit was wir dann uns kaufen, auch mal hier runter nach Alanya. Also das wird mit ein Ziel von uns sein, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein Ziel von uns. Und dann ist es halt, und dann fällst du, sag ich mal, mit so einem Kastenwagen, fällst du einfach gar nicht auf. Ne? Ja, aber Kastenwagen ist keine Sache, wo wir so drin leben. Ja, das ist so klein. Ist mit dem Kleinen, der schläft hier gerade auf meinen Schoß. Ja. Das geht nicht. Das kannst du mal für ein paar Wochen machen, vielleicht 5 Wochen oder so, aber dann ist auch schon eine Schicht im Schacht. Wir hatten jetzt uns auch mal mit welchen unterhalten, die sagten auch, nee, selbst für 2 Wochen da alles reinpacken und so, da weißt du gar nicht mehr, wohin mit den Sachen. Ne? Ja, Mops, wie sieht's denn aus? Wir könnten doch eigentlich auch so Hoteltester werden und wir fliegen einfach die ganzen Wege. Ja. Wir kaufen uns gar kein Wohnmobil. Genau. Wir haben die ganze Zeit nur so getan, als hätten wir Interesse an Wohnmobil haben. Wir machen jetzt ja anders. Wir Weltreise mit Hotelhopping.
Ja, wir machen Hotelhopping und jetzt suchen wir Hotels, die uns oder quasi. So Apartments. Ja, so Apartments, die uns, dann, ja, die uns dann einladen quasi, ja. Uns das, den Aufenthalt bezahlen und dann wir bewerten das so. Ja, genau, wir machen so eine Roomtour von dem dann Zimmer, machen wir ein Fazit. Von, ja, von den ganzen Gelände vom und sowas. Fazit, genau, vom Gelände und so. Ja, und ich glaube, damit fangen wir jetzt direkt an. Also, wir sind ja, ja hier genau. Eingeladen. Ja. Ne? Jetzt können wir es ja auch sagen: der Lars und die Alexandra, die haben uns, oder Alexandra und Lars, so heißt der genau. Kanal, die haben uns ja jetzt hier eingeladen bei sich in ihrer neuen Eigentumswohnung, die sie sich in jetzt der, hier in zugelegt der haben. Ne? In der Residenz. In der Residenz. In der, ich weiß jetzt gar nicht, darf ich sagen, Aqua-Residenz heißt sie. Ja, das will hat, sagen haben wir uns eingeladen, genau. Ja. Und die werden wir natürlich an so einem sonnigen Tag auch richtig schön gut dastehen lassen und dann natürlich auch ja, eure Meinung dazu wissen, wie schön ist es denn so. Und wir, ich kann es schon mal versprechen, wir haben Indoor-Pool, deswegen ist Mian, der pennt gerade, es wird bestimmt sehr schön. Und ja, das könnten wir uns auch gut vorstellen, ne? Ja, auf jeden Fall. Heißt jetzt nicht, dass wir das Wohnmobil nicht wollen oder sowas, aber es ist, ja, ist halt mal eine andere Nummer. Und genau, ja, genau. Mian, wir haben auch schon mal, ja. Nee, hatten wir nicht darüber gesprochen, so, ich finde ja Camping geil, aber ich finde auch anderen Urlaub geil. Ja. Ich mag beides sehr, bloß Nummer, also Urlaub im Sinne von Hotel oder in so einer Apartmentanlage. Okay, Apartmentanlage versorgst du dich ja auch selber, aber wirklich so ein Hotelurlaub, das ist halt chillig, da wird halt das Zimmer geputzt, du musst nichts machen und so. Apartmentanlage ist jetzt auch was anderes, da musst du dich ja auch wieder selber versorgen. Ne? Naja, klar. Aber so ein reiner Hotelurlaub, wirklich, da ist wirklich einfach mal abschalten. Nichts machen, ja. Nicht aufräumen, keine Betten machen und. Ja, Leute, blauer Himmel, Sonnenschein. Hier. Er hat schon neben den Strand hergefahren und jetzt gerade sagt man, da ist ein Wohnmobil. Ich habe ein Wohnmobil gesehen, Rimor war da. Rimor. So, ja, es sah so ein bisschen ja. Aus wie Alkoven. Es war schon so ein leichter Überbau, wir konnten es aber echt nur kurz sehen. Wir wollten direkt die Kamera draufhalten, aber es war dann zu spät gewesen. Ich habe jetzt hier die Gimbel auch nicht. Egal, wir sind gerade schon neben den Strand hergefahren, also es dauert jetzt nicht mehr lange, dann sind wir in Alanya. Ja. Ja, mittlerweile sind wir hier gut angekommen. Ja, wo wir da waren, hatten wir den Lars noch kurz Bescheid gegeben. Ja, wir sind jetzt da. Er sagte, ja gut, dann mache ich mich jetzt auf den Weg. Wir waren dann noch in der Lounge, saßen wir auch ein bisschen Uno gezockt. Ja, dann kam er auch direkt schon. Dann sind wir hier zu der Wohnung rein. Und ja, die zeigen wir euch auf jeden Fall ein anderes Mal. Ja, ist wunderschön. Und genau, der Lars sagte gleich, komm, einer von euch beiden kommt jetzt mit einkaufen. Genau. Und die Alexandra, die hatte schon so lieb und hatte ganz viele Sachen eingekauft. Unter anderem sagt er Gewürze. Und wir haben gerade festgestellt, Leute, das ist kein Salz. Jeder würde ja denken, das ist Salz. Würde ich auch denken. Das sind Kokosflocken. Und wir wollten jetzt ein paar Nudeln machen und stellen fest, oh, das ist Kokos. Und der Illo schält hier gerade eine Zwiebel, weil wir haben echt Kohldampf. Jo. Und dann machen wir uns jetzt hier einfach ein paar Nudeln mit Zwiebel und so einer leckeren so Art Tomatenmark. Und ja, der Mian ist da gerade auf der Couch. Und der Mian und ich, wir sind in der Zeit hier geblieben. Ich habe die Koffer ausgepackt, habe alles im Schrank gepackt und verräumt, dass wir hier nicht aus Koffern leben, weil das mag ich nämlich gar nicht. Der Mian will ja an die Kamera. Jo, wir zeigen euch gleich mal unser Essen noch vielleicht. Gibt's hier lecker, lecker, ne? Alles schön. Ja, Spaghetti ein bisschen. Hier Bananen haben wir noch und der Lars hat uns noch mal 1000 türkische Lira hier gelassen, genau, weil dass wir morgen klarkommen. Genau, weil wir können jetzt noch nicht dazu, ne? Geld zu wechseln und dass wir dann morgen früh aber schnell irgendwie was holen können oder so, falls wir was brauchen. Ja, danke Lars und Alexandra. Danke. Mittlerweile ist jetzt hier, ich glaube, 10 Uhr. Für euch so gesehen ist es 8 Uhr. Wir haben ja 2 Stunden Zeitverschiebung und ja, ich fühle mich aber trotzdem schon müde, ne? Klar, wir sind ja heute auch früh aufgestanden, der Flug. Mops hatte auf dem Flug gepennt, der Kleine nicht. Dafür hat Mops dann auf der Hinfahrt so gesehen hier hin, wo wir mit diesem VW, was weiß ich, was VIP-Shuttle-Service, was wahrscheinlich hier sonst in Alanya nur seine Runden dreht, sag ich mal, wenn Touristenzeit ist und was jetzt dann einfach auch diese Flughafenflüge fährt. Weil hinten war auch kaum Platz irgendwie für Koffer oder sowas drin. Es hat wirklich, weil wir waren ja mit dem Handgepäck, hat dann wirklich so hinten unsere 3 Koffer reingepasst und dann noch der Kinderwagen und dann war eigentlich schon dicht. Ja, wie ist der Bestand jetzt hier? Lars hatte mir gerade nochmal geschrieben, ja, brauchst du noch irgendwas oder so, es ist noch irgendwas. Ich so, nö, nö, cool und sowas. Und er sagte, ja, ich habe da schon mal mich nachgehört wegen morgen so und so viel. Das erfahrt ihr morgen, was es geht. Und ja, wir haben ja gerade bemerkt, wir haben ja gar keine Zahnpasta mitgenommen. Jetzt könnt ihr Hand nehmen. Nein, Zahnbürste haben wir ja. Aber ja, gibt's jetzt nichts, ne? Vielleicht nehmen wir jetzt die Kokosraspeln. Das wäre auch lustig. Ich glaube, ich habe mal gehört, man kann sich auch mit Kokosraspeln die Zähne putzen. Das würde wohl gehen.
Aber dann hast du die hinterher auch überall in den Zähnen hängen. Naja, ich glaube, alles schlechte Idee. Gibt halt heute keine Zahnpasta. Ich würde einfach sagen, schaltet morgen wieder ein. Denn ab morgen beginnt hier unser Urlaubsticker oder keine Ahnung was. Irgendwas lassen wir uns einfallen. Ich habe gerade hier beim Aufstehen schon wieder fast einen Hexenschuss gekriegt. Ich musste mich mal ganz kurz wieder hier gerade auf dem Boden liegen. Gegen den, ne, Liebscher-Pracht-Übungen machen, so gesehen. Und ja, jetzt gerade eben geht es wieder besser. Ich gucke jetzt aber, dass ich noch ein paar Rückenübungen mache, damit ich einen starken Rücken habe für die nächsten Tage und dass wir hier gut rumkommen und dass wir hier vielleicht einige aus Alanya treffen werden.